Ein kleines Praxisbeispiel dafür, dass der Geist die Materie kontrollieren kann. Wir stellen es mit geschlossenen Füßen hin, die Knie bleiben absolut gestreckt. Ich nehme einen Arm gestreckt, Daumen nach oben, drehe mich so weit es geht nach hinten und schaue im Raum, auf welchem Punkt mein Daumen stehen bleibt. Und jetzt merke ich mir das, diesen Punkt, und in Gedanken wandere ich nochmal so einen halben Meter weiter etwa. Halben Meter weiter wandern. Ich stelle mir vor, wie ich mich drehe und ich komme locker weiter als über den Punkt hinaus. Ich drehe mich und komme über den Punkt deutlich hinaus. Jetzt probiere ich das Ganze normal. Wichtig, Knie bleiben gestreckt, Füße zusammen, drehen und oh, was ist denn hier los? Das war ein kleines Beispiel dafür, dass der Geist noch viel mehr machen kann, als sich die meisten vorstellen können.